Wein, ja. Aber okay, GG's. Ni hao, meine lieben Reichsverkäufer, und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Brawl Stars. Leute, oh mein Gott, heute darf ich euch endlich den neuen Brawl Pass zeigen. Unter anderem auch den neuen Brawler Bell. Leute, wird auf jeden Fall mega heftig. Lasst schon mal unbedingt einen Daumen nach oben da, Leute. Wir spielen ein Best of 5 gegen Lukas mit dem neuen Brawler. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. So, meine lieben Freunde, und zwar zeige ich euch als erstes jetzt den Brawl Pass. Und wie gesagt, falls ihr nichts verpassen wollt, lasst ein kostenloses Abo da, aktiviert die Glocke und ja, genau, damit ihr, wie gesagt, nichts verpasst. Ihr seht, hier ist der Revolver Held Code, Leute. Das ist der erste Skin, den ihr vom Brawl Pass kauft. Übrigens, Leute, wenn ihr euch den Brawl Pass gönnt, macht gerne, also kauft ihn gerne mit meinem Creator Code. Ich werde fette Giveaways machen und macht unbedingt ein Video in TikTok, beziehungsweise unter Hashtag CCLandy posten. Dort werde ich nämlich das Gewinnspiel machen und ich werde morgen, ab morgen in jedem anderen Video auch mehr Infos euch dazu geben. Ihr seht, so sieht der Skin aus. Ich persönlich feiere diesen Skin mehr. Leute, ich darf euch leider noch nicht so viel zeigen, aber ich darf euch den Brawl Pass zeigen, beziehungsweise ihr seht, ab Stufe 30 kriegt ihr Bell. Das ist wie bei dem vorigen Season so. Und Bell Goldhand. Ihr könnt ja mal auch in den Kommentaren schreiben. Vielleicht jamme ich den Brawl Pass durch, weil dieser Skin sieht halt echt geil aus. Ne? Dieser Skin sieht halt echt geil aus. Und ihr seht hier Bell Goldhand. Und auf jeden Fall gehen wir das Gadget, Leute. Wie gesagt, wir machen gleich noch ein Best of 5 mit Lukas im 1 vs 1. 500 Schaden, das zeige ich euch auch gleich nochmal, die Mine, Leute. Hier, ihr seht die erste Star Power. Immer wenn Elektrobolzen ein Ziel trifft, erhält Bell einen Schild im Wert von 25%. Das heißt, wenn ihr jemanden trifft, bekommt ihr ein Minischild, was mega geil ist. Und das zweite ist, wird ein Ziel von Bells Super Skill markiert, kann er bis zu 3 Sekunden nicht mehr nachladen. Ich muss persönlich sagen, ich persönlich fühle die erste Star Power mehr. Wir müssen mal gucken, ob im Release beide Star Powern released werden. Und ja, vielleicht werden wir den Brawler Rang 35 pushen. Ich zeige euch das mal jetzt, den neuen Brawler. Wie gesagt, wir werden auch gleich noch ein Best of 5 machen. Ihr könnt ja mal eure Meinung in den Kommentaren schreiben, was ihr von Bell haltet. So, ihr seht. Ja, Bell hat sehr gute Range. Und hier ist doch mal das Gadget. Ihr macht halt so eine Falle. Und immer wenn jemand drauf geht, kriegt er 500 Schaden, beziehungsweise wird geslowt. Das zeige ich euch jetzt auch nochmal. So, zack. Da haben 500 und ihr seht, er ist mega geslowt, ne? Und ja, ich sag euch mal die Super. So, zack. Das Krasse ist, Leute, ich glaube, der wird sogar echt sehr, sehr OP. Und guck mal, erst markieren. Und jetzt, Leute, wenn ihr drauf schießt, kriegt er mehr Damage. Ne, das ist so heftig. Das ist echt heftig. Guck mal, 1540 macht ihr normal. Mit Markierung, Leute, macht ihr einfach 2079. Und es ist einfach, der Typ ist so lange markiert, bis er stirbt. Ne? Das kann auf jeden Fall mega heftig sein. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt zum 1 vs 1 gegen Lukas. Ja. So, Leute, wir kommen zum ersten Game. Ich habe Bell tatsächlich, hast du den schon gespielt? Ja, ich habe ein bisschen eben schon gespielt, ja. Ich habe den nur kurz mal angetestet im Practice. Jo. Oh mein Gott. Ja, hast bestimmt schon geübt hier. Zwei Shots. Ja, fühlt sich so ähnlich an wie so Brock oder Piper. Ja, ne, hab ich mir auch gedacht, aber ich liebe Long Range, Bro. Leiche. Ja, same. Oh. Ja. Was ist das eigentlich für ein Shield? Ist das, weil jemand markiert ist, oder wie ist das? Achso, ist diese Markierung, ich glaub, ne? Ich glaube, nach jedem Hit hat man so einen kurzen Schild irgendwie. Kriegt man da auch weniger Schaden dann? Ja. Okay. Ich weiß nicht, wie viel Prozent aber gerade. Ja, Leute, wie gesagt, wir machen Best of 5. Mal gucken. Ja, dieser Brawler. Hallo, ich bin nicht nach unten ziehen. Hast du eigentlich schon dein Gadget gedrückt? Ich nicht. Ich muss mal mein Gadget drücken. Ja, wer weiß, Landi, wer weiß. Oh, ich habe dich selber getroffen. Ja, wir müssen 3 Hits treffen, ne? Ja, die Bushcamp-Attacke. Oh mein Gott, Alter. Aber das ist echt schwer, Leute. Das ist schwer. Wir haben diesen Brawler selber noch nicht gespielt. Vielleicht, Leute, schreibt mal gerne in die Kommentare. Vielleicht machen wir auch mal ein Squeaks 1 vs 1. Das ist schon auch lustig. Ja, das wäre krass, ja. Oh. Ja. Na, Junge. Das steht einfach 0-1.
Jetzt. Oh ja, das Gadget! Ja! Let's go! Okay. Ja, das. Was hast du? Ein Gadget? Nee, was war das? Ich hab. Ja, das war das Gadget, ja. Achso, du hast das andere Gadget? Gibt es zwei? Nee, es gibt nur ein Gadget. Achso, hallo, ich hab's gar nicht gerafft, dass ich in einem Gadget reingelaufen bin. ja, aber das unsichtbar ist. Okay, Leute, die erste Runde geht auf jeden Fall auf Lukas. Oh mein. Ja, wann? Also, ja, ich hab die ganze Runde liegen. Ja, ich hab mich gerade echt gewundert, warum du auf einmal nicht mich so langsam war. Krass. Okay, Leute, zweites Game. Jetzt will ich es aber wissen. Ja. Ich weiß halt jetzt nicht, wenn ich zu dir reinrenne, dass du hier siehst du meine Mine, wenn ich die platziere. Also während du die platzierst, ja, sehe ich die, aber ich sehe jetzt die nicht mehr sozusagen. Ja, genau, das weiß ich. Ja. Oh, let's go. Sehr nice. Ja. Na, Junge. Nein, du weißt, wo meine Minen sind, beide, ne? Oder? Ja, nur so ungefähr. Ja. Come on! Das ist auf jeden Fall ein sweaty Game hier. Ja, das stimmt. Oh, nein. Ja! Ja, let's go. Oh mein Gott. Das cut ich dir einfach raus, Kappa. Safe. Wo sind meine Minen, Landi? Ja, ich kann jetzt nicht nach oben rennen, weil ich weiß, dass da irgendwo Minen sind. Ich habe mich eine einzige gesehen. Oh Mann. Ja, du baitest mich in den Minen rein, ne? Man weiß es nicht. Ja! Ja, das ist. Oh mein Gott. Jo, ich habe gerade so Herzinfarkt bekommen, ne? Beim ersten Game genauso. Ich weiß nicht, wo deine Minen sind. Ja. Alter, diese Ulti. Oh mein Gott. Jetzt, let's go. Die ist so schwer zu treffen. Ja, das ist wirklich sehr, sehr schwer zu treffen, Leute. Aber das ist spannend für euch. Oh mein Gott, schon wieder klein. Let's go. Jetzt. Nein. Oh, ja, gut, okay. Okay, Leute, GG. Das steht 1-1. Mhm. Oh mein Gott. So, Leute, es steht jetzt 1-1. Mega spannend, auf jeden Fall. Wie findest du so den ersten Eindruck von den neuen Brawler? Ja, also macht auf jeden Fall ziemlich viel Bock. Man hat es natürlich leider noch nicht gesehen, wie es so in 3 vs 3 ist, so richtig. Ja, yeah, klar, auf jeden Fall. Und was schätzt Weil du, die Attacke wie gut er bounced ist? Ja auch so, ne? Was? Was schätzt du, wie gut er ist? Mittelmäßig oder eher so top? Ich denke schon ziemlich gut. Oh lol. Weil. Hat gut Range, ne? Dieses Ziel, ja, und dieses Ziel gilt ja für die ganze Runde, bis der Brawler tot ist, der echt? Andere, ne? Ja, genau, das wollte ich mir fragen, ob du das angeguckt hast. Ja, das ist halt echt krass. Das heißt, du bist einmal markiert und dann bist du die ganze Runde markiert, bis er tot genau, ist. Genau, ja. Stell dir mal vor, stark. Man spielt so Solo-Show, dann wird am Anfang so markiert einfach. Markier alle neun. Ja. Nur vor allem, du machst einfach extra Damage noch, ne? Oder? Wenn er markiert ist. Ja, genau, ja. Das ist schon sehr, sehr stark. Ja. Aber ich glaube, du hast mich noch nicht markiert hier, ne? Und ich dich auch noch nicht, oder? Nee. Ja, mal gucken. Ich habe so Angst, nach oben zu rennen, weil ich nicht weiß, wo du deine Minen platziert hast. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ja, du siehst die Mine, ne? Du platzierst immer. Du siehst sie, also du weißt, wo ich sie platziert habe. Nicht 100%, um ehrlich zu sein. Ah! Oh lol. Nein! Let's go! No! Alter. Bro. Ripp, Mann. Oh, ja, es ist manchmal echt. Nein! Oh mein Gott! Ja, ich oh bin in so einer Mine draufgetreten. Ja. Oh mein Gott. Was zur Hölle ist los? Oh, schon wieder so eine Mine. Let's go. GG's. Nice, Mann. Okay, Leute, 2-1 für Lukas. So, schauen wir mal, ob ich jetzt gewinnen kann. Ja, Mann. Come on, let's go, Gang.
Muss ich mir auch mal tryharden hier. Man muss sich immer so merken, wo diese Minen sind. Ja. Diese Mine habe ich jetzt gesehen von dir, das erste, die allererste von in jedem Game. Ich habe mich geguckt, ich habe mich drauf geachtet. Ja. Oh mein Gott, das ist so. Ein Fehler und man stirbt direkt, das ist so. Rip. Ja, die Reichweite ist halt schon heftig. Ja, ich denke, in Bounty kann man die mega gut spielen. Ich bin echt gespannt, ne? Ich glaube, ich werde die auch versuchen, 35 zu pushen direkt. Ist halt echt sehr stark. Die wird bestimmt auch in Solo Power League Meta sein. Nee. Ich würde dich gerne markieren, aber ich komme da nicht dazu. Markiert! Ich hab dich markiert! Na, hat nur für einen Schuss gereicht, aber. Ja, leider. Oh, let's go. Oh mein Gott. Ja, gut. Ja, aber ein Kill und du hast sofort wieder mehr Sterne. Ne? Ist halt auch wieder. Ja, das stimmt. Oh. Jawohl! Oh, no way. Krieg ich dich danach One-Shot? Lol, und die Mine. Nein! Ich treff dich nicht! Hier ist auch irgendwo eine Falle von dir, ich weiß das. Ja! Nein, das ist so dumm. Ja, komm, ja! Let's go! Ja, okay, ich bin. Leute, man muss sagen, aber ich bin nicht nach hinten gelaufen. Und das wäre ja unfair. Dann. Das muss ja auch spannend sein. Wäre ich nach hinten gelaufen, wäre es, glaube ich, 2-2, ne? Ja, das kann sein, ja. Aber okay, GG's. Oh, ein HP! Was? Ein HP! Lol, okay, Luke ist gewonnen. Er gewinnt das, Leute. Ich würde sagen, das war's auf jeden Fall jetzt mit dem Video, Leute. Checkt unbedingt Lukas ab. Und ja, wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst gerne ein kostenloses Abo da und aktiviert die Glocke. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut rein und ciao. Ciao.